Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren beim letzten Mal weiter an unserer Hauptstadt zugange und das war hier den Verkehrsfluss weiter flüssig halten. Und ich war dabei, ja, Einbahnstraßen zu implementieren. Und ich würde vorschlagen, dass wir das dann einfach mal weitermachen. Genau, wir waren ja hier dran, dass wir dann sagen, hier statt dieser Straßen Einbahnstraßen. So, ich weiß halt jetzt nicht, wie lang die ist. Nee, das lasse ich erstmal. Gut, die Leute suchen weiterhin Büros. Das ist auch gut so, weil dann können wir jetzt nämlich hier sagen, okay, 4x4 Gebäude. 3x4 Gebäude, so. Können wir hier unten... Ah, das passt hier perfekt. Das passt ja alles perfekt hier rein, Mensch. Bushaltestelle und eine U-Bahn-Station. Können wir direkt weitermachen hier. Direkt weiterbauen. So. Und genau, ich versuche halt... Wow! Ich versuche halt alle Tipps, die ihr mir gebt, zu berücksichtigen. Das ist auch sehr cool, weil ihr habt wirklich Ahnung von dem Spiel. Und das möchte ich halt so gut wie es geht nutzen. So, das funktioniert. Wunderbar, das hier auch. Wow. So, Monorail. 72%, passt. Wow, alles klar. So, wir brauchen wieder Wasser. Das heißt wieder Nachbarschaftshandel hier. Nachbarschaftshandel Wasser kaufen. So. Perfekt. So, wo kommt ihr Arbeiter her? Die fahren mit der U-Bahn. Okay, von hier. Mhm. Okay. Und auch von hier vorne direkt. Alles klar, ja. Dann passt das doch. Wunderbar. 155.000 Einwohner. So, dann würde ich mal vorschlagen, machen wir mal Stadtverbesserungen. Und zwar hier haben wir ein Gebetshaus. Das würde ich am besten hier mal reinmachen. Braucht natürlich eine Straßenanbindung. So. Ein neues Haus für die neuen Gläubigen. Okay. Machen wir gleich auch. Wir machen erst hier ein schönes Monorail-Kreuz hin. So, dann. Der Bereich hier oben, der bessert sich tatsächlich. Finde ich gut. Hier können wir dann auch bis hier vorne hin dann hier eine Brücke rüberziehen. Zack. Da gibt es nur eine Standardbrücke, aber ist okay. Ja, cool. Haben wir da schon mal eine schöne Brücke. So, brauchen wir noch wieder noch mehr Jobs? Wahrscheinlich. Alles klar, dann machen wir das mal so hier hin. Ah, schaut mal, jetzt können wir auch Brücken bauen. Sehr cool. Na, machen wir beim nächsten Mal. Beziehungsweise, wenn es soweit ist, dass wir die Stadt, das Wasser überqueren. Das dauert noch eine ganze Weile. So, okay. Dann machen wir jetzt hier nochmal so, genau, eine Straßenverbindung. Und dann können wir hier Einbahnstraßen machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ich würde nämlich ganz gerne neue Gewerbeparks aufbauen. So. Wunderbar, schön mit einer Monorail verbunden schon. Das heißt, wir brauchen hier vorne nur Bus und U-Bahn. Hier auch Bus und U-Bahn. Nur damit die nicht meckern, dass sie keine Verkehrsanbindung haben hier, ne? Die neuen Arbeiter. Beziehungsweise die Büros, ne? Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei SimCity 4. Das Projekt macht mir wirklich sehr viel Spaß. Muss ich sagen. Und ich hoffe euch auch. So, schaut euch das an, was da alles kommt. Brauchen aber Wasser.
Ja, die brauchen Wasser. Dann geben wir denen halt Wasser. So. Wunderbar. Dann floriert. Sehr schön. Ah, das macht Spaß. Das macht Spaß. Boah, geil. Wie geil die Gebäude aussehen einfach. So. Sehr schön. Ja, das genießt man. Ich bin das gerade so ein bisschen am Genießen tatsächlich. So, wie machen wir jetzt am besten weiter? Ich würde vorschlagen, hier machen wir... Das würde funktionieren, aber... Wie machen wir das? Muss mal gucken, wie viele Jobs wir überhaupt hier haben. Jobs und Bevölkerung. Oh ja, die Jobs gehen richtig hoch. Ich muss noch einmal kurz gucken gleich, wie die Jobs im Verhältnis zur Bevölkerung stehen. Boah, mehr Jobs als Bevölkerung. Okay, alles klar. Das heißt, wir brauchen wieder Wohnungen. So, wir brauchen wieder Wohnungen, aber dafür brauchen wir wieder die Bildungseinrichtungen. Ne? Steuern sehen gut aus. Da, die lasse ich auch erstmal in Ruhe, die Steuern, tatsächlich. So, Luxuspolizeirevier. So, dann machen wir das mal dahin. Ja, ihr meckert direkt, ne? Ihr meckert direkt. Ist okay. So, da habt ihr auch einen Fluchtweg. Dann machen wir hier die Feuerwehr rein. Wobei, ich mache erstmal das Kreuz hier fertig, das Monorail-Kreuz. So. Okay. Zack und zack. So, wunderbar. Dann machen wir hier nämlich eine neue Feuerwehr rein. So. Zack. 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 So, damit das schön verbunden wird hier. So, zack hier. Wunderbar. Machen wir nämlich den nämlich hier nochmal ein neues Krankenhaus hin. So. Und dann hier vorne einfach nochmal ein Museum oder sowas. Ja, ein Museum, das passt da ganz gut rein. Städtisches Museum. So, und dann können Sie hier vorne nochmal 4x4 Hochhäuser bauen. Da sollten sie sich jetzt auch nicht beschweren. Also ich kann, wir können denen ja gerne nochmal Bus und U-Bahn geben, aber ich denke, das haben sie schon. So, dann machen wir hier mal, zack. Zack, zack. So, wunderbar. Machen wir denen hier noch eine Fischerei hin. Fischereizweigstelle. Und eine Monorail-Station. Das Geschenk kann weg. Ach, wenn man einmal im Flow ist, dann passt das doch. Jetzt lasst mich mit dem Geschenk in Ruhe. So, wunderbar. So, zack. Monorail. Warum? Das ganze Kreuz ist weg. Ja, das passt aber. Wunderbar. Okay, sehr schön. Und dann müssen wir hier eigentlich nochmal eine große Grundschule und eine große weiterführende Schule machen, ne? Große Grundschule passt hier hin. Und dann machen wir hier vorne einfach... Wartet mal, wir haben doch Bürgermeisterstatuen. Warum nutzen wir die denn nicht? Hä? Och, jetzt hör doch auf. Hör auf! Wir haben keine Bürgermeisterstatuen, warum? Das ist aber schade. So, okay, egal. Und dann brauchen wir eigentlich auch noch eine große weiterführende. Ach, guck mal, das passt ja sehr schön da rein. Schon wieder ein Geschenk. Verdammte Axt. Das war doch mal auf SimCity bekommen.
Wunderbar. Wow, wow. Schaut euch das an hier. Was ist das hier? Warum? Verkehrsgeräusch hoch. Verschmutzung mittel. Ich glaube, die wollen einfach einen Bäume-Trick. Ja, dann machen wir, geben wir denen Bäume. So. Moment, dann. So, hier, zack. Habt ihr hier eure Bäume. Mann, 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 Mann. So. Oh ja, schaut euch das an. Die mit ihren Bäumen. Tierisch auf Zoo. Ja, Moment. Das mal weg. Das da oben auch. Ja, dieses Geschenke entsorgen hier. So. Ah, das sieht doch schon richtig gut aus, ey. Wobei die Bewohner werden wieder weniger. Ihr mit euren Geschenken. Sind das mehr geworden oder meine ich das nur? Nee, da kommt. Okay. Sehr schön. 137.000 Einwohner nur. Hä? Das waren doch mal 160.000. Hä? Das verstehe ich nicht, aber ist okay. Schaut euch diese Gebäude an. Einfach herrlich. So. Aber es sind wieder welche abgezogen. Ausgezogen. So. Im Moment sieht das nämlich tatsächlich so aus, als hätten wir zu viele Jobs. Deswegen werde ich mal neue Bewohner nachbauen. So. Können wir dann schön hier hinschicken. Verdammt. Aber hier passt. Okay, hier passt das hin. So, wunderbar. Dann machen wir das so. Und dann können wir hier ein schönes 3x4 Wohngebäude. So. Genau so. Perfekt. Oh, ihr mit euren Geschenken. So, aber der Bereich hier oben sieht besser aus. Okay, wunderbar. Funktioniert alles. Funktioniert alles. Sehr schön. Oh, ich mache hier jetzt einen Park hin. Das nervt mich jetzt. Den Geschenken. So. Wunderbar. So, genau. Sind zwar dann ein bisschen Ghettohäuser, aber passt schon. Würde ich sagen, passt schon. Gut. Können wir hier Strände hin machen? Geht das? Hier geht einer hin. So, okay. Passt doch sogar mit einem Hotel. Passt hier auch noch einer hin. Ja. Wunderbar. Das ist doch direkt ein Hotel am Strand. Ja, Hotel Zaza. Das passt doch. Richtig cool. So, ist das wieder ein Geschenk? Nein. Okay. Wunderbar. Perfekt. Gut. Das heißt, hier können wir eigentlich auch ein paar Wohnhäuser hinbauen, ne? So. Einfach 3x3 Gebäude. Hä? Was machst du hier? Was machst du? So. Spiel. Hallo, Spiel. Ah, hier. Ah, okay. Ist okay. Alles klar. Gut, dann machen wir hier mal große Parks hin. Geht nicht. Verdammt. Dann, mittlere Plazas am besten. So. Wunderbar, am besten... Ah, nee, passt schon so. Okay, alles klar. Tja, dann hoffe ich, dass euch das Projekt hier nach wie vor gefällt, SimCity 4. Also mir macht es unheimlich viel Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch zu sehen, wie das hier abgeht, ey. Meine Güte. So, dann gucken wir mal den Verkehrsfluss. Die Bildung, die kommt, ist okay. Verkehr. Verkehrsfluss ist aber eigentlich... Ja, hier ein bisschen. Aber... Wow, das ist ganz schön hoch. So. Das ist aber auch viel mit der U-Bahn.
Kann man das nicht irgendwie einstellen, dass man das... Wartet mal. Hier. Sind das Straßen? Das hier ist eine Straße, ja. Hier ist auch viel Verkehr. Boah, 4000 Autos. Alter Schwede. Ja gut, kann man irgendwie nicht ganz verhindern. Scheinbar. Irgendwie ist das so eine Stauecke hier. Aber hier unten sieht es gut aus. Dank der Einbahnstraßen. Ja. Dank der Einbahnstraße und dank der U-Bahn auch. Es sieht nicht ganz so schlimm aus wie, wie in meiner alten Hauptstadt. Nur hier oben, der Bereich ist halt stauig, ne? Aber da kann man, glaube ich, nichts dran machen. Ist das hier an der Schule oder was? Verkehr. Ne, hier drüber. Hier oben. Hier. Kann man da irgendwas mal dran tun? Könnte man. Könnte man. Moment. Dann würde ich vorschlagen, machen wir da eine Einbahnstraße draus. Ich bin nämlich begeistert von diesen Einbahnstraßen. So. Okay, dann machen wir hier so eine Verbindung. Okay, dann machen wir die Einbahnstraße halt bis hier unten hin. Okay. Ja, das passt ja. Kriegen wir hin. So, machen wir hier das so. Und dann hier so. Genau. Ah, wunderbar. Wow, hey. Richtig schick hier. Da Vinci. Und hier eine Menge Geschenke. Da Vinci. Da Vinci Tower. Jo, cool. So, und dann sollte jetzt eigentlich der Verkehr weniger sein. Hey, sehr schön. Also zumindest war er mal weniger. Ist gerade nicht mehr. Boah. Immer noch so viel Stau hier, ne? Aber... Ja, hier oben die Stelle, die ist irgendwie... Wartet mal. Wohohoi, okay. Das sieht geil aus. Sollen wir da vielleicht... 153.000 Einwohner. Oder sollen wir da vielleicht doch Alleen hinziehen? Bin ich mir echt unschlüssig. Ja, die haben einen kurzen Pendelweg, ne? Das ist gut. Pendelwegverkehr, Mittel, ja. Was ist das hier stark? Verkehr, ja. Aber der Verkehr hier ist auch stark. Also, das da. Das verstehe ich nicht, aber ist okay. Gering, gering, gering. Hier ist gering, gering. Schulniveau hoch. Okay. Verschmutzung will Kriminalität. Was? Kriminalität ist hoch. Oha. Ah, vielleicht brauchen die einfach eine Polizei. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann mach mal diesen einen Park hier weg. Oder beziehungsweise mach das mal... Genau, mach das mal so. Genau, da kriegt ihr nämlich eine eigene Polizeiwache. So. Ganz genau. So, und dann sollte jetzt eigentlich Kriminalität gering werden. Sehr schön. Alles klar. Gut. Ja, jetzt haben wir hier natürlich so einen Rattenschwanz an... ja, das wird jetzt... Das wird jetzt lustig, das alles so zu verbinden. So, dann war das so. Das wird jetzt lustig. Aber das hat es halt so an sich, wenn man den Verkehr vernünftig leiten möchte. Also, dann gehe ich nochmal kurz raus und gucke, wie die Jobs zueinander stehen. In welchem Verhältnis. Boah, 226.000 Bürojobs. Also, wir brauchen unbedingt Bewohner. Bewohner, okay. Kriegen wir hin. Ist kein Problem, Büro. Wir wohnen bei euch sowieso am liebsten. Dann machen wir am besten hier unten weiter, würde ich vorschlagen.
Die haben aber keine Direktverbindung dahin. Wartet mal. Ja, eine Straßenverbindung fehlt hier. So. Und ihr meckert, weil ihr keine Verkehrsanbindung habt, oder was? Ja gut, dann geben wir euch die halt. Bushaltestelle. U-Bahn-Station. So, ist direkt angebunden. Wird auch heftig genutzt, ja. Wunderbar. Gut. Dann habt ihr hier eine Straßenverbindung hin. Dann könnt ihr hier tatsächlich... okay. Einmal eine Einbahnstraßenverbindung machen. Genau, dann machen wir hier Einbahnstraßen hin. Das ist echt ein guter Trick mit den Einbahnstraßen. Vielen Dank, lieber Luca. Sei auch an dieser Stelle mal gegrüßt. Das ist einfach praktisch. So. Zack und zack. So. Einbahnstraße. Nur das ist halt kacke, ne? Dass man die nicht so verbinden kann. Dass man da immer so... so machen muss. Ist okay. Da wollte ich eh... was machst du denn? Warum? Warum? Okay. Dann machen wir das mal so. Ganz genau. Haben wir ein paar Straßen mehr, mein Gott. So. Alles klar. Gut, dann können wir hier... Das ist jetzt... das ist natürlich manchmal ein Krampf, das so aufzubauen, aber kriegt man auch hin. So. Ist halt echt blöd, ne, dass man da nicht sagen kann, okay. Ach Mann, ist das schade, dass das so kompliziert ist mit den Einbahnstraßen. Dass man da extra so machen muss. Ja, so geht's, ne? So geht's. Aber da müssen wir das extra so machen und... Ist ein bisschen komisch, aber gut. Ist halt so. Okay, dann haben wir das hier zumindest so. Und genau, dann können wir hier schön Wohnhäuser hochziehen. So. Ganz genau. Habt ihr Wasser? Ihr habt Wasser, sehr gut, okay. Fehlt euch noch eine Verkehrsanbindung? Bushaltestelle und U-Bahn-Station. Könntet ihr auch mal wachsen, finde ich. Also. Könnte man schon mal verlangen, ja? Könnte man schon mal verlangen. Jetzt erzählt mir nicht, ihr wollt Bäume haben. Nicht so früh. Nee, okay, wunderbar. Alles klar. Dann haben wir das und dann können wir hier weitermachen. So, wie kriegen wir denn jetzt hier eine Direktverbindung auf die andere Seite? Na, am besten hier durch, ne? Okay. Verdammt. So, hier. Ah, oder wartet mal. Nein, 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 nein. Hier. So, hier hinten, genau. Na, das Ganze schön strukturiert angehen hier. Ist meistens eh die bessere Variante. Anstatt wild drauf los. Einfach schön strukturiert hier. Das macht doch Schmerz. Das macht doch Spaß. So, dann. Ich glaube, hier kann man einmal eine Straße lassen. Das mal so und so. Kriegt er hier eine Dings hin? Monorail-Station. Ich hoffe, das funktioniert. Das könnte jetzt knapp werden, ne, mit dem Kreuz.
Nein, verdammt, das funktioniert nicht. Oh, da kommt ein stylisches Gebäude. Oh ja, das freut mich. Das freut mich aber sowas von. So, dann verbinde das mal bitte ganz schnell wieder. So, okay. Das ist mit eins meiner Lieblingsgebäude hier, dieses Drachengebäude. Das sieht einfach geil aus. Schaut euch das an. So. Können wir hier eine Station hin? Genau, so. Und dann die Autobahn. Anpassen. So. Dann hier ebenerdig. So. Genau. Und dann können wir hier die Monorail weiterbauen. Sehr schön. Ah, perfekt. Können wir hier eigentlich auch direkt schon weitere Wohngebäude. Und zwar genau hier. Schöne 3x4 Gebäude. Ganz genau, schau ich das an. Da bauen sie direkt. Ja, Geschenke leider. So, sehen sich nach Saft, machen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal hier die Verkehrsanbindung für euch People. Für die Leute hier. So, wunderbar. Ich höre auch schon hier die Monorail rumfahren, also das passt. Ah, perfekt. So, dann. Weiter geht's. Noch ein Parks. Noch ein paar kleine Parks. So. Jo. Und dann würde ich sagen, passt das. Große Verkehrsprobleme auf Allee. What? Was? Wie? Hauptsache, die Monorail fährt. Okay. Witzig. Hauptsache, die Monorail fährt. Habt ihr es gerade gesehen? Die fährt zurück. Warum fährt die zurück einfach? Ist hier irgendwas abgetrennt oder was ist los? Nö, scheinbar nicht. Aber hey, es sieht gut aus, ne? Es funktioniert alles. Das funktioniert alles. Wie sieht es uns finanziell? Richtig gut. Kann mich nicht beschweren. Nee, nee. Was sollen wir hier ein Autobahnkreuz hinmachen? Würde ich doch vorschlagen, oder? Dass wir hier ein Autobahnkreuz hinmachen. Ein erhöhtes Kreuz. So. Ach du Heilige, ist das groß. Ach du. Pff, nee. Okay, nee, dann machen wir hier ebenerdige T-Kreuzung. Nee, erhöhte meine ich, sorry. Erhöhte Autobahn-T-Kreuzung. Da. Lass das so. Kreuz ist viel zu fett. Viel zu riesig. Lass das erstmal so und dann warten wir erstmal ein bisschen ab. Oh, und ich sehe auch schon, die Folge ist voll. Super. Lexington Avenue. Ja, es sieht richtig gut aus. Also wenn unsere Hauptstadt wächst ordentlich. Und auch dank der Verkehrsprojekte. Schaut euch die Luftverschmutzung an. Die ist echt niedrig, muss man sagen. Also echt niedrig. Und da ganz weg kriegt man die halt nicht. Aber schon deutlich weniger als, ja, soll ich sagen, als in unserer letzten Hauptstadt. Und gut, liebe Leute, dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.